Wer von euch beiden hat mehr Einsätze in der dritten Liga? Punkt für beide. Lukas Billig ist richtig. Ja, mein schönster Moment war das Spiel in Duisburg gegen Duisburg, wo wir gewonnen haben und auch in die zweite Liga aufgestiegen sind. Wer hat mehr Einsätze im DFB-Pokal? Punkt für Lukas Billig. Erster Punkt für Luki. Und Jabo ist der, der immer Einsätze hat. Jabo, was war dein schönster DFB-Pokal-Einsatz? Spontan würde ich sagen, als wir mit Schweinfurt gegen Sandhausen gewonnen haben. Das war schon very nice. Wer von euch ist der brutalere Spieler und hat demnach mehr gelbe Karten kassiert? Muss ich gleich, ja. Oh. Ich glaube... Jabo, kannst du die Karte ein bisschen weiter runterhalten? Weil du hältst sie aus der Kamera raus. Okay. Darf ich was dazu sagen? Ich glaube, er hat mehr gelbe Karten, aber mehr als 90%, glaube ich, wegen Meckern. Aber ich halte mal die Karte hoch. Der Punkt geht an Luki, weil Jabo hat 8 gelbe Karten mehr als Luki. Und wie viel hast du wegen Meckern? Keine Ahnung, alle. Alle. Wer von euch beiden hat den höheren Marktwert aktuell? Beide einen Punkt. Woher bist du selbst für dich? Dazu kommt die, dann, dazu kommt ich glaube, das geht nach Alter. Aber dazu kommt dann auch noch gleich... Wir dürften eigentlich beide bei Null sein. Bei Null. Wieso? Ich glaube, das geht wirklich so nach Alter und sonst was. Das wird immer weniger. Ja, deswegen hast du 25.000 weniger als Luki. Ja. Luki, würdest du 125.000 für dich selber zahlen? Würdest du dich einkaufen? Als Spieler. Also als Spieler momentan nicht, nee. Ich bin ja schon alter Hase mittlerweile. Wer von euch beiden hat mehr rote Karten und gelb-rote Karten eingerechnet? Wir sind beide so faire Spieler. Die größte Länder. Du bist so schlecht. Ist das krank. Ich sag eins, maximal zwei. Ich weiß es doch. Ja, außer wenn ich jetzt die gelb-roten Karten und roten Karten vom Joe Bechmann mit einberechne, dann habe ich ein paar mehr. Also der hat auf jeden Fall mehr als wir beide zusammen, bin ich mir ziemlich sicher. Der hat mehr als der ganze Verein zusammen. Joe, Junge, ich hoffe, dir geht's gut. Die Zusatzfrage ist, wer von euch beiden würde in einem Käfig-Fight gewinnen? Wenn wir euch jetzt in den Käfig einsperren, dann wer würde rauskommen? Ich würde sagen, Sieger. Der mehr Hunger hat. Ich müsste ihn halt müde machen. Ich muss erst mal so 5 Minuten tänzeln, bis er müde ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ein paar Kilo antrainiert. Nee, angegessen. Ich schmeiß mich einfach auf ihn drauf, solange bis er noch kann. Ja, du bist ja nach 2 Minuten K.O. Ich weiß nicht, schmeiß mir einfach auf die drauf. Ja, gut. Wie auf dem Lobby. Ich glaube, wieder zu deinem Marktwert. Ja, und ja, zu deinem glücklichen Sieg, den du hier eingefahren hast. Was natürlich dann auch wieder ein bisschen clever war, weil ich heute Mittag nochmal bei Transfermarkt alles gelesen habe über uns beide. Das ist clever. Wenn ich so viel Zeit hätte, dann
Aber ich muss nebenbei arbeiten, ne? Deswegen. Und schlafen. Oh. Und schlafen. Ich hatte auch ein Golfturnier heute Mittag. Aber ich habe es zeitlich doch reingekriegt. Als kleines Andenken. Du kommst jetzt noch richtig schön unter Schlieben sozusagen. Meine Rolle Krankheit. Ja. Yeah. Ich denke, damit kann ich die 25.000 Mark wert ausgleichen.